und kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 80. Antrag auf eine Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE, Evaluation von Roland Koch teuer im Erbe bestätigt, gescheitertes Privatisierungsprogramm Leo schadet hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern immens, Drucksache 20/5753. Und als erstes hat der Abgeordnete Schalauske für die Fraktion DIE LINKE das Wort. Frau, muss ich hier erstmal mich sortieren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, von 2004 bis 2006 wurde von einer CDU-Regierung unter Roland Koch in drei Tranchen 55 Landesimmobilien, Ministerien, Behördenzentren, Polizeipräsidien an Privatinvestoren verkauft und langfristig zurückgemietet. Und jetzt liegt dem Haushaltsausschuss der Evaluationsbericht dieser Geschäfte vor, der Evaluationsbericht der schwarz-grünen Landesregierung. Und ich will eines sagen, ganz unabhängig davon, wie man zu Privatisierungen steht. DIE LINKE hat dazu eine glasklare Haltung. Zeigt die Evaluation ganz deutlich, trotz aller Schönfärberei durch das Finanzministerium, diese Geschäfte, die haben eine ganz, ganz schlechte Bilanz für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Hessen. Und eines dürfen wir der Landesregierung auch nicht mehr durchgehen lassen. Egal, ob das Leo ist, ob das die Derivate sind, die ewige Verteidigungsstrategie, ja, die aus der Ex-ante-Perspektive, da stellt sich, damals war das alles ganz richtig, heute hat sich alles verändert, und deswegen stellt sich die Sache ganz anders dar. Nein, wir müssen hier noch einmal festhalten, weder bei den Derivaten noch bei den Leo-Geschäften sind die Annahmen der damaligen Regierung eingetroffen, und dafür muss man noch einmal politische Verantwortung übernehmen. Und die Evaluation zeigt doch ganz deutlich, die Geschäfte, die waren nicht nur grundsätzlich falsch, weil es eben immer falsch war, kurzsichtig Tafelsilber zu verscherbeln, sondern, so wie es im Übrigen damals die Landtagsopposition aus SPD und GRÜNEN kritisiert haben, so wie es DIE LINKE als außerparlamentarische Opposition auch getan hat. Aber diese Evaluation ist nicht nur ein Beleg, dass wir mit dieser Grundsatzkritik richtig gelegen haben, sondern sie zeigt eben auch, dass die Geschäfte handwerklich schlecht gemacht waren, dass die Szenarien nicht eingetroffen sind und dass sie eben nicht wirtschaftlich waren. Und deswegen dieser Ausverkauf, der schadet dem Land Hessen bis heute. Die kurzsichtigen Verkäufe haben 2,1 Milliarden € in die Kassen des Landes gespült. Davon sind bereits jetzt nach der Hälfte der Laufzeit über 1,8 Milliarden € an Mietzahlungen an die Investoren zurückgeflossen. Dazu kommen dann noch die erheblichen Ausgaben für Instandhaltung, für Sanierung, über deren Umfang die Regierung noch immer keine volle Rechenschaft abgelegt hat. Noch wichtiger aber, der Wert der Gebäude, die man damals verkauft hat, wird auf heute 2,5 Milliarden € geschätzt. Er fällt nicht auf null, wie damals völlig realitätsfern behauptet und angenommen wurde. Nein, er ist in der Zwischenzeit immens gestiegen. Meine Damen und Herren, Zinsersparnisse hin oder her, die Leo-Geschäfte sind ein finanzielles Desaster für das Land Hessen von gigantischem Ausmaß. Und es gibt ja neben den Steuerzahlern noch andere Leidtragende. Die Beschäftigten zum Beispiel, vielfache Probleme, Verzögerungen bei Instandhaltung, bei Weiterentwicklung der Gebäude, das alles wird ja im Bericht angesprochen. Und das passiert eben, wenn das Land nicht mehr Herr im eigenen Hause ist. Und das darf nicht wieder passieren. Jetzt war in der letzten Woche zu lesen, dass der Verkauf in 40 von 55 Fällen dieser Immobilien wirtschaftlich gewesen sei. Ich finde, das darf hier und heute so nicht stehen bleiben, denn so steht es auch nicht im Evaluationsbericht. Das Finanzministerium stellt dann nämlich selber klar, dass mehr noch als die Immobilienwerte, ich zitiere, deren Annahme unter heutigen Erkenntnissen
zwar in 40 von 55 Fällen den Verkauf als wirtschaftlich erscheinen lassen, sorgen aber, und jetzt kommt es, die niedrigen Zinsen dafür, dass die Transaktionen aus heutiger Sicht verglichen mit einer Kreditaufnahme als unwirtschaftlich erscheinen. Es heißt doch nichts anderes, durch die veränderten Rahmenbedingungen, durch Niedrigzinsen, der Verkauf nicht nur bei einigen wenigen Objekten, sondern bei allen für Hessen einen wirtschaftlichen Schaden darstellt. Und das heißt, dass dieser Schaden, der da angerichtet wurde durch die Privatisierungsexzesse der CDU, den müssen wir bis heute ausbaden, und den werden wir auch noch die nächsten 15 Jahre ausbaden müssen. Und an einem Beispiel wird das doch sehr, sehr plastisch, nämlich am Behördenzentrum Gutleutstraße in Frankfurt. Man war damals davon ausgegangen, dass der Verkauf dafür einen Vorteil von 800.000 € einbringen würde. Heute muss man feststellen, dass er zu einem Nachteil von 74 Millionen € geführt hat. Ein Nachteil von 74 Millionen €. Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Das nächste Mal, wenn die CDU behauptet, die linke Seite des Hauses, die könne nicht mit Geld umgehen, dann sollten Sie rot werden. So sollten Sie sich schämen für den finanziellen Schaden, den Sie angerichtet haben, nicht nur weil Privatisierung grundsätzlich falsch sind, sondern weil Sie damals enorme handwerkliche Fehler gemacht haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN hat der Abg. Kaufmann jetzt das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also früher hieß es, die Linke sei der Zukunft zugewandt. Heute, aus der Rede des Kollegen Schalauske, müssen wir feststellen, sie ist ausschließlich am Gestern orientiert. Denn darüber, wofür Sie sich aufgeregt haben, ist 15 Jahre her. Zur Erinnerung, Roland Koch ist Geschichte. Die Leo-Verkäufe sind geschehen. Wir Grüne waren damals entschieden dagegen, die SPD ebenso. Die FDP fand das Ganze richtig, und DIE LINKE war außerparlamentarisch, also im Landtag sich nicht geäußert. Es ging im Übrigen nicht primär, wie Ihr Titel der Aktuellen Stunde nahelegt, um Privatisierung. Es ging der damaligen absoluten Mehrheit der CDU ausschließlich um Geldbeschaffung. Das ist auch völlig unbestritten. Die weiteren Kredite wären nämlich verfassungswidrig und insoweit unzulässig gewesen. Also mussten Immobilien zu Geld gemacht werden. Diese Operation ist die Operation eines Bankrotteurs, der versucht, den Bankrott zu verschleiern. So können Sie die Äußerung des heutigen stellvertretenden Ministerpräsidenten und damaligen Vorsitzenden unserer Fraktion vom 15.12.2004 im Landtagsprotokoll nachlesen. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Und im Übrigen, weitere viele Zitate aus den Sitzungen am 15. Dezember 2004 und am 24. November 2005 von der Kollegin Erfurth und von mir, auch von den damaligen Kollegen Schmidt und Pichetti von der SPD, können Sie nachlesen. Ich glaube, damit ist alles, was damals und heute zur Sache zu sagen ist, auch festgehalten. Aber im Gegensatz zur LINKEN, wir schauen nach vorn. Das Geschehene ist irreversibel. Wir müssen jetzt mit den Folgen umgehen und das Beste daraus machen. Das können Lehren sein, die wir nicht vergessen sollten, zum Beispiel auch verändertes Immobilienmanagement. Und weil Sie von Privatisierung geredet haben, Herr Kollege Schalauske, schauen Sie sich doch Stichwort Zukunft in unseren Koalitionsvertrag die Zeile 7410 an. Da steht wörtlich, ich zitiere, eine weitere Privatisierung öffentlicher Einrichtungen streben wir nicht an. Das ist auch eine ziemlich klare Aussage. Deshalb, was ist sonst noch zu tun? Die Evaluierung der Leo-Verträge war richtig.
Erkenntnisse zeigen, dass viele individuell unterschiedliche Lösungen für die nächsten Jahre sinnvoll sind. Dazu gehören unter Umständen Verlängerung des Mietverhältnisses, dazu gehört unter Umständen Rückkauf, dazu gehört unter Umständen Abstoßen der Liegenschaft. Alles muss am Einzelfall geprüft werden. Die Evaluierung hat Erkenntnisse geliefert, die den künftigen Umgang mit Immobilien verbessern. Dazu gehören insbesondere die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die dringend verbessert werden müssen, was auch unstrittig ist. Speziell die Restwertbetrachtung war unrealistisch. Auch das haben wir damals bereits in der Plenardebatte gesagt. Und die Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung zwischen Mieter und Vermieter sollte man auch einer genaueren Betrachtung unterziehen und möglicherweise neu regeln in Fällen, nicht nur die Leo-Immobilien betreffend, sondern das Immobilienmanagement des Landes insgesamt. So, und im Übrigen, wie gesagt, ich sagte ja schon, manches oder meiste war damals auch schon diskutiert. Angesichts des jetzigen Wissensstandes stellt sich allerdings auch die Frage, und das ist vielleicht eine Aufgabe, der wir uns widmen sollten in Zukunft, ob wir den Absatz 1 aus dem Haushaltsgesetz des § 12 wieder rausnehmen sollten. Er war nämlich damals extra eingefügt worden, um abweichend von der Landeshaushaltsordnung Leo überhaupt möglich zu machen. Wenn wir uns jetzt einig sind, dass man es nicht mehr machen sollte, braucht man diese Regelung auch nicht. Aber das ist zukünftigen Debatten vorbehalten. Insoweit machen wir das, was wir vorfinden, jetzt zu einem besseren, als es ist. Das ist unsere Aufgabe und nicht darüber zu sinnieren, was hätte, wäre, wenn. Da sind die Positionen klar. Die Verantwortung haben, ich sage ja, die ist Geschichte. Wer hat die Verantwortung der Geschichte? In so einem Fall, Sie können lange darüber diskutieren, den Menschen in Hessen nützt es nichts. Vielen Dank, Herr Abg. Kaufmann. Für die AfD-Fraktion hat der Abg. Vohl jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Am 12. Mai hat der Finanzminister öffentlichkeitswirksam ausgesuchte Ergebnisse des Evaluierungsberichts zu den Leo-Immobilien vorgestellt. Nicht so schlimm, möchte man meinen. Bewirbt das Finanzministerium den Bericht doch mit dem Slogan »Moderne, heimatnahe und nachhaltige Arbeitsplätze für Hessens Beschäftigte«. Eine Nebenkerze. Denn die Strategie des Landes hat sich als heimatnaher Arbeitgeber zu positionieren, hat denkbar wenig mit den katastrophalen Ergebnissen der Leo-Evaluierung, welche einem politischen Offenbarungseid gleichkommen, zu tun. Es wird deshalb wohl auch niemanden verwundern, dass der Evaluierungsbericht als nicht öffentlich eingestuft wurde. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass er Einblicke in die Immobilienstrategie des Landes gewähren können. Genau das ist aber überfällig. Kommt das Finanzministerium doch zu der Einsicht, dass die damalige Entscheidungsfindung auf ergänzungsbedürftigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen beruhte. Ein schönes Beispiel dafür, wie man es eben nicht machen sollte. Und ein Grund für maximale Transparenz. Den damaligen Mietvertragsabschlüssen lag, wie heute verraten wird, beispielsweise die irrige Annahme zugrunde, dass die Gebäude am Ende der Mietvertragslaufzeit einen Restwert von null haben würden. Dass Investitionen zur Aufrechterhaltung der Funktionalität und aufgrund veränderter Nutzungsanforderungen notwendig werden könnten, entzog sich der damaligen Vorstellungskraft. Nachdem man also in den vergangenen Jahren mieterseitig fleißig in den Restwert der nun in Privatbesitz übergegangenen Gebäude investieren musste, bleibt nur zu hoffen, dass die neuen Eigentümer dies in Verhandlungen über Mietvertragsverlängerungen nicht unbedingt ausnutzen werden. Die Zinsentwicklung kann der damaligen CDU-Alleinregierung hingegen nicht vorgeworfen werden.
Niemand wusste, dass sich die Europäische Zentralbank einmal in Person ihres Präsidenten bereit erklären würde, alles, was auch immer nötig ist, zu tun, um die chronisch defizitären Südländer im Euroraum zu halten. Dass die Landesregierung ihre Finanzstrategie, die fiskalische Solidität des Euroraums und die Standhaftigkeit einer gesamteuropäischen Zentralbank zugrunde gelegt hat, mag man ihr zugutehalten. Doch Unwissenheit schützt, wie wir merken und wissen, vor Strafe nicht. Warum sollten sich auch andere Akteure redlicher verhalten als man selbst? Um eine konservative Haushaltsführung vortäuschen zu können, war die CDU letztlich schon damals bereit, Lasten in die ferne Zukunft zu verschieben. Wir lernen daraus, für unsolide Haushaltspolitik braucht die CDU keinen Koalitionspartner. Vielmehr scheint die fiskalische Kurzsichtigkeit der Christdemokraten, wenn wir an die gegenwärtige Entwicklung denken, nicht kuriert zu sein, sondern sich noch zu verstärken. Nun hat sich das Land also vom Herrn über Haus und Hof zum Einlieger gewandelt. Und das Finanzministerium teilte uns mit, dass aufgrund der stark angestiegenen Immobilienwerte, was nicht zuletzt mit dem Zinsniveau zusammenhängen dürfte, eventuelle Rückkäufe nicht naheliegend seien. Geschönt gesagt. Bedeutet es doch, dass vergleichsweise große Vermögenswerte zu einem viel zu kleinen Preis aus der Hand gegeben wurden? Genauso wie damals in den Nullerjahren, als der Berliner Senat unter linker Beteiligung 200.000 Wohnungen zu einem Spottpreis verhökerte. Der tatsächliche Verlust, der durch die Leo-Geschäfte entstanden ist, wird für jedermann sichtbar, wenn das Land einmal zum Rückkauf der Immobilien gezwungen sein sollte. Aber auch so wird sich der Verlust über die jährlichen Mietzahlungen einstellen, nur halt ohne Knall, sondern nach und nach. Den Steuerzahler wird das bestimmt nicht freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Vohl. Für die Freien Demokraten hat sich die Abg. Schardt-Sauer zu Wort gemeldet. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Linksfraktion hat heute wieder eine Aktuelle Stunde zum Thema Leo beantragt, weil bereits im September 2019 lautete der Titel Roland Kochs teures Erbe, gescheitertes Privatisierungsprogramm Leo schadet hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern bis heute. Damals, werte Kollegen, habe ich für die Freien Demokraten erklärt, es ist grundsätzlich richtig, Entscheidungen in der Vergangenheit im Hier und jetzt auch zu hinterfragen. Aber wir Freie Demokraten sind der Überzeugung, dass man dabei nicht den Blick in die Zukunft vernachlässigen darf. 2019, so war es angekündigt, sollte der Zwischenbericht erfolgen. Jetzt liegt er endlich vor. Er wurde auch auf Antrag der FDP öffentlich diskutiert. 2 Jahre Verspätung. Der Bericht zeigt, es wurden handwerkliche Fehler gemacht. Er zeigt, die Fehler haben Geld gekostet, Geld der hessischen Steuerzahler. Der Bericht sagt nicht, Rückmietkauf ist generell schlecht. Bei sorgsamer Analyse, Bewertungen, ist der Weg eine Option. Eine. Es hängt vor allem von der Aufbereitung der Entscheidungsgrundlage, den Bewertungen, ab. Und unser Maßstab sollte mit so einem Bericht doch nicht sein, passt der oder jene Weg in das ideologische Bild, dass es kein Privatvermögen geben darf oder dieses oder jenes. Unser Maßstab sollte, ja muss, als Haushaltspolitiker, als Parlament der verantwortungsvolle Umgang mit dem Liegenschaftsvermögen der hessischen Bürgerinnen und Bürger sein. Darum geht es doch hier. Man hat seinerzeit den Weg in dem Umfang erstmals beschritten. Das war eine Premiere. Erkenntnisse aus diesem Premierenweg liegen jetzt vor. Mit dem Bericht alleine kann aber die Aufarbeitung der Leo-Strategie nicht zu den Akten gelegt werden.
die Erkenntnisse jetzt nicht umzusetzen, das wäre nach der Premiere und den Erkenntnissen, das wäre verantwortungslos und das wäre fahrlässig. Wertvoll sind in diesem Zusammenhang auch die Bewertungen und sehr deutlich, wir kennen die Sprache des Rechnungshofs, dem unser Dank gilt. Es sind sehr deutliche Worte. Zitat: Kritisch bewertet er, dass weder seinerzeit noch heute Daten zu sämtlichen Instandhaltungsaufwendungen über die gesamte Mietvertragslaufzeit vorlagen bzw. vorliegen. Das ist schon sehr krass. Werte Kollegen, und deswegen, die Aufklärung muss weitergehen. Die Erkenntnisse, diese Feststellung, wie eben Rechnungshof, müssen Eingang finden in die vielmals angekündigte Immobilienstrategie des Landes. Die Strategie ist angekündigt. Aber bevor Anmietungen, Rückkäufe und das alles philosophiert wird in der Pressemeldung letzte Woche oder neue Rückmietkäufe ergebnisoffener als Weg gegangen werden, muss die Strategie doch erarbeitet, die Fehler wirklich beleuchtet werden und vorgestellt werden. Denn warum haben wir dann jetzt fast 4 Jahre diese Gutachten erarbeiten lassen? Und das meine ich, nur wer einen kritischen Blick hat und Fehler der Vergangenheit erkennt, kann Entscheidungen für die Zukunft solide treffen. Und ohne diese fundierte Gesamtstrategie, die fordern wir ein, sollten keine weiteren Einzelfallentscheidungen jetzt erfolgen. Das würde nämlich den Steuerzahler gegebenenfalls wieder Geld kosten. Und das wäre fahrlässig, dieser Umgang mit Steuergeldern. Und, werte Kollegen, ich empfehle wirklich die Lektüre der Pressemeldung von letzter Woche. Es ist bedauerlich, dass die Landesregierung den Worten Immobilienstrategie und alles Mögliche keine Taten folgen lässt. Ja, es ist angekündigt, der Ausschuss soll beteiligt werden. Aber wenn man dann sieht, was schon wieder beim Behördenzentrum Schiersteiner Berg passiert, da ist die Erkenntnis schneller als die Bewertung. Und das kann nicht sein. Wir Freien Demokraten sagen ganz klar, es gibt verschiedene Wege, aber wer nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will, im Umgang mit dem Vermögen der Bürger, der handelt nicht verantwortungsbewusst. Wir werden da weitere Aufklärungen anmahnen, um den bestmöglichen Weg zu finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Schatzauer. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Abg. Weiß das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Kaufmann, Sie haben ja eben gesagt, man soll nicht so viel in die Vergangenheit schauen. Und Sie wären ja damals dagegen gewesen. Und deswegen schauen wir lieber nach heute. Wenn wir mal nach heute schauen, dann können wir auch mal darauf gucken, was ist denn der Grund dafür, dass es überhaupt diese Evaluation gibt. Der Grund dafür ist, dass es einen Streit zwischen Schwarz und Grün in der Koalition gab über neue PPP-Projekte bei den Polizeistandorten in Mülheim und Kassel, was die GRÜNEN erst nicht wollten, wo sie dann umgekippt sind und dann doch gesagt haben, sie machen das und quasi haben sich damit erkauft, dass es diese Evaluation gibt. Das muss man vielleicht noch einmal als kleinen Hinweis am Anfang anmerken, was denn der Grund war dafür überhaupt. Das Ergebnis liegt jedenfalls vor. Und wir können ganz klar sagen, dass wir uns in unserer Kritik, die wir von Anfang an diesen Leo-Geschäften hatten, hier bestätigt fühlen. Es ist ein Nachteil im Millionenbereich für das Land Hessen entstanden. Der 40-seitige Evaluationsbericht, der leider als nicht öffentlich klassifiziert wurde, kommt zu dem klaren Ergebnis, dass die Leo-Geschäfte das Verkaufen und Zurückmieten von zig Landesimmobilien nicht wirtschaftlich war. Alle Beteiligten an der Evaluation äußerten Kritik an den Geschäften der CDU-Alleinregierung von 2004 bis 2006. Die Partnerschaft für Deutschland und die BNP Paribas bilanzieren, dass die gewünschte Entlastung der Verwaltung nicht eingetreten ist. Erreichte Vorteile seien von den Nachteilen aufgezehrt worden. Der Rechnungshof kritisiert die mangelnde Transparenz der Geschäfte. Ich zitiere, weder damals noch heute hätten Daten zu sämtlichen Instandhaltungsaufwendungen über die gesamte Mietvertragslaufzeit vorgelegt. Es wurden laut Rechnungshof nachträglich 40 Millionen € investiert, ohne Wertausgleich für das Land. Viele Anmietungen lagen über Marktniveau.
über Marktniveau. Und Frau Kaufmann, wir können da gerne auch noch einmal ans Heute anschließen. Offensichtlich hat die CDU-Landesregierung daraus ja auch nichts gelernt, wenn ich mir Frau Sinemus anschaue und die Mietzahlungen, die sie für ihr Digitalministerium leistet, die maximal über dem Niveau liegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde ein viel zu enger Korridor für die Wirtschaftlichkeit gewählt. Quasi nur ein Best-Case-Szenario hat der Rechnungshof heute kritisiert, hat der Rechnungshof auch vor 16 Jahren kritisiert. Damals hat er geschrieben, plausibel ist ein Diskontsatz von 5,1 bis 5,7%. Das Finanzministerium nahm damals für seine Berechnungen 5,7%, die absolut oberste Grenze. Der Rechnungshof hat damals gewarnt, schon bei 0,05% Abweichung in der Zinsentwicklung ist keine Wirtschaftlichkeit mehr gegeben. Und genau das ist passiert. Alleine bei Leo Null, einer einzigen Liegenschaft, hat es laut Rechnungshof statt eines Vorteils von 800.000 € einen Nachteil von 74 Millionen € gegeben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Leo-Geschäfte haben dem Land, dem hessischen Steuerzahler, einen Millionenschaden beschert. Und verantwortlich dafür ist die hessische CDU, die Regierung von Roland Koch und Karl-Heinz Weimar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in gewisser Weise haben Sie das auch eingestanden. Auch wenn Sie versucht haben, wie bei den Derivaten, das zu verschleiern, so nach dem Motto, na ja, aus heutiger Sicht, und damals musste man das ja ganz anders sehen, steht ganz klar drin, auch als Stellungnahme vom Finanzministerium in dem Bericht, ein Restwert Null, wie er angenommen wurde damals, ist nicht haltbar gewesen. Staatssekretär Worms hat im Haushaltsausschuss gesagt, damals keine Sensitivitätsanalysen zu machen, war ein handwerklicher Fehler, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Bericht der Sachverständigen liegt jetzt auf dem Tisch. Politisch bewerten müssen wir ihn. Und da kann es eigentlich nur ein Ergebnis geben. Leo war damals politischer Auftrag. Es hatte rauszukommen, dass es wirtschaftlich ist. Politische Verzweiflungstat kann man es auch nennen. So hat Sigrid Erfurth damals in der Debatte bezeichnet von Karl-Heinz Weimar. Einmalig im Haushalt eine Luft zu verschaffen auf Kosten der Haushalte der nächsten Jahre und dabei auch noch handwerklich versagt. Und das alles wussten wir schon vor 15 Jahren. Die Plenardebatte vom 14. Dezember, aus der Frank Kaufmann eben zitiert hat, ich will da gerne noch ein anderes Zitat daraus verwenden, vom damaligen Abgeordneten Tarek Al-Wazir. Ich kann Ihnen nur noch einmal eins raten. Das, was Sie jetzt gleich beschließen werden, ist ein Riesenfehler, der Auswirkungen auf Generationen von Menschen, auch von Politikerinnen und Politikern im Lande Hessen haben wird. Zuruf Abgeordneter Michael Boddenberg, CDU. Sie haben keine Ahnung, Herr Al-Wazir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei Leo hatten Reinhard Kahl und Norbert Schmidt recht. Bei Leo hatten Frank Kaufmann und Sigrid Erfurth recht. Bei Leo hatten nicht recht Karl-Heinz Weimar und Michael Boddenberg. Die haben damals die Fehler begangen und verteidigt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen liegt da auch die politische Verantwortung für den Schaden, der eingetreten ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Weiß. Für die CDU-Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Reul das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! In den Jahren 2004 bis 2006 wurden seitens des Landes Hessen, es wurde erklärt, insgesamt 55 Immobilien verkauft und für 30 Jahre zurückgemietet. Insgesamt flossen dabei Verkaufserlöse von 2,1 Milliarden € in die Staatskasse. Meine Damen und Herren, Sie wissen das, dass das Land Hessen damals in einer finanziell schwierigen Situation war und dass diese Einnahmen unbedingt notwendig waren und gebraucht wurden, um auch dort den Haushalt mitzufinanzieren. Grundsätzlich wurde die Entscheidungsalternative Verkauf und Zurückmieten oder Verbleib im Landeseigentum mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung analysiert. Im Ergebnis gab es einen Vorteil des Verkaufs gegenüber der Alternative des Verbleibs im Landeseigentum. Die Methodik wurde damals berechnet und geprüft, auch vom Rechnungshof, und nicht beanstandet. Zudem wurde im Land damals attestiert, den Verkaufszeitpunkt sehr gut gewählt und einen Spitzenpreis erzielt zu haben. Insgesamt
Herr Kollege Schalauske. Entscheidungen der Vergangenheit lassen sich heute sehr einfach kritisieren. Wir haben das ja auch schon bei einem anderen Thema schon gemeinsam ausgetauscht. Letztendlich, und das ist der entscheidende Aspekt, wenn wir die Vergangenheitsbetrachtung hier vornehmen, die Verkäufe waren notwendig, damit finanzielle Mittel für den Haushalt generiert werden konnten. Denn es ging um nicht mehr und nicht weniger um die Einhaltung der Maastricht-Kriterien. Dem einen oder anderen wird dies noch bekannt sein, dass diese Regulative für uns maßgeblich sind und waren und dass wir deshalb, wenn wir eine verantwortliche Finanzpolitik machen wollen, damals in der Notlage waren, Gelder zu generieren, und die waren damals nur möglich zu generieren durch den Verkauf von eigenen Immobilien. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich das an dieser Stelle auch erwähnen. Zitate der Vergangenheit, egal von wem, helfen uns heute nicht. Und ob dort Bankrotteure unterwegs gewesen sind oder nicht, mag ich heute nicht beurteilen. Ich habe eine andere Auffassung dazu. Aber lassen Sie mich erwähnen, im Gegensatz zu dem Land Nordrhein-Westfalen unter sozialdemokratischer Führung einer Ministerpräsidentin hat das Land Hessen keinen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt. Und deshalb waren die Transaktionen notwendig und sind sie auch deshalb gemacht worden, deshalb, dass man auch die Mittel generiert hat. Sie wissen, dass die damalige Haushaltslage in einer Zeit stattfand, wo die sogenannte Dotcom-Blase geplatzt ist und dass viele finanzielle Verwerfungen auch an den Finanzmärkten mit die Grundlage waren. Letztendlich ist es aber auch so, und meine Kollegin von der FDP, Frau Schardt-Sauer, hat es erwähnt, Lernen aus der Vergangenheit ist richtig und auch wichtig. Ich glaube, dies ist ein gemeinsamer Lehrsatz, den wir auch heute mitnehmen können. Die Evaluation zeigt uns heute auf, wie zukünftige Entscheidungen auf einer verbesserten Grundlage getroffen werden können. Das ist wichtig für zukünftige Entscheidungen. Aus damaliger Sicht ist die Lage anders zu bewerten. Unter den seinerzeitigen Zielen der Haushaltskonsolidierung und der Reduzierung der Neuverschuldung sicherten die Transaktionen die notwendige Liquidität. Und das lassen Sie mich auch noch einmal erwähnen von damals. Mit einem Vervielfältiger von 19,4-fachen der Jahresmiete hat das Land zum damaligen Zeitpunkt ein sehr gutes Verkaufsergebnis erzielt und bei den Investoren auch damit eine marktübliche Rendite erzielen können. Das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Vergangenheitsbewältigung. Und wenn wir den heutigen Blick darauf legen, ist es wichtig für uns gemeinsam und auch entscheidend, dass wir daraus lernen. Was können wir besser machen bei der Beurteilung? Und da haben wir ja auch gemeinsam schon einen Punkt identifiziert, und zwar die Sensitivitätsanalyse. Dort ist in der Vergangenheit ein Restbuchwert von null angesetzt worden. Wir wissen heute, dass dies nicht ganz korrekt war in der Beurteilung. Aber letztendlich unter den jetzigen Kriterien und unter den neuen Kautelen, wenn wir dies bewerten, können wir immer noch erkennen, dass 40 von 55 Immobilientransaktionen vollkommen richtig wären, auch zum heutigen Zeitpunkt noch einen Gewinn erzielen würden. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns für die Zukunft gemeinsam festhalten, eine Sensitivitätsanalyse mit wichtigen Parametern zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wie Gebäuderestwert oder Diskontierungszinsen erhöhen die Transparenz für die Entscheidungsträger und machen auch die Chancen und Risiken für uns gemeinsam transparenter. Letztendlich dürfen wir es nicht wegdiskutieren, dass einige Geschäfte, und das haben Sie vorhin erwähnt, Herr Schalauske, insbesondere aus der Transaktion Leo Null, aus heutiger Sicht nicht sich so gerechnet haben, wie es ursprünglich erwartet war, sondern dass dort ein Verlust eingetreten ist. Dies ist bedauerlich und aus der heutigen Sicht auch zu beurteilen und in der Zukunft besser zu machen. Die Evaluierung hat im Hinblick auf die Leo-Geschäfte dankenswerterweise Klarheit gebracht. Und deshalb ist es gut, dass wir diese angestoßen haben, dass wir sie durchgeführt haben, damit wir auch für die Zukunft dann eine sichere Grundlage für die Kalkulation haben. Selbstverständlich muss mich daher Abgeordnete Reul, ich dachte, Sie kommen freiwillig zum Schluss. Ich komme freiwillig im letzten Satz zum Schluss. Selbstverständlich muss man sich daher auch der Kritik stellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es gilt, aus der Vergangenheit zu lernen und den Blick nach vorne zu richten. Hier hat die Evaluierung uns wichtige Hinweise gegeben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Reul. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Boddenberg das Wort.
Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal erlauben Sie mir eine Vorbemerkung, bevor der zweite Teil, den ich gleich als Vorbemerkung sagen will, falsch verstanden wird. Mir und uns ist sehr wohl bewusst, dass es um ein sehr wichtiges Thema geht, dass es um sehr viel Geld geht und auch um eine große Verantwortung geht. Die zweite Vorbemerkung ist, Herr Weiß, ich fand das ganz nett, dass Sie eben den Zwischenruf zitiert haben. Und Sie haben ja auch einige Lacher hier damit provoziert, selbst bei mir. Mir ist eingefallen, und das nimmt jetzt der Wirtschafts- und Verkehrsminister mir nicht übel, dass ich, wenn ich mich recht erinnere, die Jahre, als die Grünen in der Opposition waren und Tarek Al-Wazir Oppositionsführer war, ich glaube, bei jeder zweiten Debatte sicher zwischengerufen habe, dass er keine Ahnung hat. Also relativiert sich das zum einen, zum anderen. Und jetzt kommt der für den Wirtschaftsminister wichtigste Satz. Hat sich das und dieser Eindruck natürlich schlagartig geändert, seitdem wir uns seit 2014 sehr viel näher kennengelernt haben und ich finde, eine sehr erfolgreiche Politik machen und einen klasse Wirtschaftsminister haben. Also, naja, ich war Generalsekretär und da glaube ich, war es üblich, dass man hier in dem hessischen Parlament ist das auch nichts Besonderes gewesen, etwas ruppiger miteinander umgeht. Aber jetzt zum Ernst und ich hatte ja eingangs gesagt, es geht um sehr viel Geld, um wichtige Fragen auch der Zukunft. Ich glaube, ich muss hier vielleicht nur manche, aber die meisten nicht daran erinnern, dass damals Anfang des Jahrtausends und das ist hier auch von Herrn Kaufmann beispielsweise oder von Michael Reul eben angesprochen worden, die Bundesrepublik Deutschland in einer ziemlich desaströsen Situation war, wirtschaftspolitisch wie auch, was die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen anbelangt, größte Herausforderungen hatte. Wir haben dort Jahre gehabt mit einem Steuerminus von 6%, das sind Milliardenbeträge auch in Landeshaushalten wie hier in Hessen gewesen, haben seinerzeit, das werden viele erinnern, 2004, 2005 mit der Operation Sichere Zukunft, die von Ihnen sprachlich immer irgendwie verhunzt worden ist, hätte ich fast gesagt, aber bleiben wir vielleicht mal beim Thema und weniger bei der Frage, welche Überschrift das trägt. Und ich erinnere mich daran, dass wir auf dem Dernschen Gelände 40.000, 45.000 Demonstranten hatten, weil wir damals die Landesregierung unter Verantwortung der CDU und Roland Koch und ich war mit dabei, will ich ausdrücklich sagen, wenngleich nicht in der Landesregierung, aber jedenfalls im Parlament und auch als Generalsekretär der Partei, wenn Sie so wollen, haben wir einen Sturm der Entrüstung gehabt, weil wir strukturell eingegriffen haben. Und ich will ausdrücklich sagen, es ist völlig legitim, dass man dagegen protestiert, dass man im Hessischen Landtag, also im Parlament, dagegen als Opposition vorgeht, dass man eine andere Auffassung hat, seinerzeit auch die Grünen andere Auffassungen hatten. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber das ist der Versuch von mir, heute zu beschreiben, in welcher Situation wir waren. Und nicht nur wir. Und der Wohnungsverkauf von Berlin von 200.000 Wohnungen unter Rot-Rot-Grün, wie Sie alle wissen, ist ja ein Beispiel dafür, dass viele Regierungen, vor allen Dingen die Landesregierungen, versucht haben, zur Liquidität zu kommen, um im verfassungskonformen Rahmen zu bleiben bei ihrer Haushaltsaufstellung. So, also insofern könnte man ja mal zunächst feststellen, dass diese Motivation damals jedenfalls begründet war und nicht einfach Willkür, um einem Privatisierungsfetisch nachzulaufen, wie es Herr Schalauske denn immer zu nennen pflegt. So, und dann sind wir bei der Frage, was heißt denn das heute? Das heißt, deswegen haben wir den Bericht im Haushaltsausschuss vorgelegt und auch diskutiert. Und übrigens, Frau Schardt-Sauer, das können wir wirklich ernsthaft gemeint von mir aus regelmäßig machen. Mir und uns ist auch wirklich jede Kritik und Frage wichtig, weil wir kommen vielleicht auch nicht auf jeden letzten Gedanken. Und dafür haben wir einen Ausschuss, der dazu auch zeitlich in der Lage ist, finde ich, das ausführlich zu diskutieren. Dazu fordere ich Sie fast auf. Und das muss ich Ihnen gar nicht anbieten, weil wenn ich es nicht tun würde, würden Sie es ohne dies einfordern. Aber noch einmal, ich will ausdrücklich sagen, dass ich diese Beteiligung und kritische Anmerkungen begrüße. Und dafür liefert jetzt für diese Debatte liefert dieser Bericht, den das Finanzministerium dem Parlament zugeleitet hat, ich finde, eine ganze Reihe von wichtigen Ansatzpunkten. Kollege Reul hat eben auf einige Punkte hingewiesen. Auch aus heutiger Sicht kann man zu der Feststellung kommen, dass die Verkäufe damals legitimiert sind, nicht nur politisch aufgrund der Haushaltslage, sondern auch ökonomisch legitimiert waren. Aber 15 Jahre später sieht die Welt, wie wir alle wissen, anders aus. Das will ich alles nicht wiederholen. Und wir schauen jetzt nach vorne und überlegen, was heißt denn das jetzt? Wir stellen fest, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den meisten Immobilien, die wir dort veräußert haben, 55 insgesamt an der Zahl,
zufrieden sind mit dem, was sie dort an Arbeitsplatz und an ich sag mal, Klima im unmittelbaren Sinne auch vorfinden. Trotzdem ist und muss dort investiert werden, ist auch in der Vergangenheit investiert worden. Das sind die Investitionen, die Herr Weiß eben angesprochen hat, die damals jedenfalls in diesen Volumina eben nicht Teil der Beurteilung und der Prognosen waren, oder zu wenig zumindest. Und zum Zweiten geht es jetzt darum, dass wir die anstehenden Vertragsverhandlungen, denn eine Reihe von Verträgen stehen demnächst, aber vor allen Dingen in den nächsten Jahren zu Nachverhandlungen oder zur Verlängerung zum Möglichen an, unsere derzeit sehr gute Ausgangsposition nutzen. Denn in einem Immobilienmarkt, der durch tatsächlich auch Corona, aber nicht nur Corona, massiv in Volatilitäten geraten ist, um es mal sehr neutral zu formulieren, macht es einfach Sinn, dass wir jetzt genau hinschauen, wie viele Bedarfe in Fläche haben wir denn künftig, mit Stichwort Homeoffice und all dem, was wir in der Pandemie ja auch vielleicht an positiven Dingen gelernt haben. Wir sind weiter offensiv unterwegs, zu sagen, was man verlagern kann in den ländlichen Raum, wollen wir tun. Ich glaube, da muss Herr Staatsminister, ich darf Sie kurz an die Redezeit erinnern. Ich bin fertig. Da muss niemand an das Finanzministerium appellieren. Wir sind dort wegweisend. Und da bin ich meinem Vorgänger Thomas Schäfer sehr dankbar, dass er das immer als eine wichtige Aufgabe gesehen hat. Wir müssen schauen, wie sind die technischen Ausstattungen, wie sind die möglichen digitalen Ausstattungen oder Nachbesserungen, was kosten die, kurzum. Wir haben umfangreichste Analysen vorzunehmen bei jeder einzelnen Liegenschaft, über die wir da reden. Das werden wir machen. Und insofern will ich ausdrücklich noch einmal anbieten, dass wir darüber im Parlament, im Haushaltsausschuss gerne auch streitig diskutieren, wenn es sein muss, aber wir gerne bereit sind, auch unsere Beweggründe für jeweilige Verhandlungspositionen des Landes bei den Verhandlungen, die ich eben angesprochen habe, darzulegen und zu erläutern. Und wenn wir das vielleicht als Erkenntnis aus dieser Evaluation ziehen, die übrigens von Thomas Schäfer 2019 angekündigt worden ist. Und jetzt will ich einmal das Wort Corona als Entschuldigung sagen. Die Abteilung 4, die dort maßgeblich verantwortlich ist, viele kennen die dort Verantwortlichen, die arbeiten seit Corona wirklich rund um die Uhr. Das sind diejenigen, die für die Beteiligung des Landes zuständig sind. Und da sage ich nur Messe, Fraport und andere. Also glauben Sie mir, für die Bürgschaftsprogramme und all diese Dinge. Wir hatten im Moment in den letzten 12 Monaten ein paar andere Schwerpunkte, haben das aber nicht liegen gelassen, sondern mit externer Hilfe auch, ich finde, zu einem guten Berichtsergebnis gebracht. Und das sollten wir vielleicht auch einmal anerkennen. Ich jedenfalls bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich darf auch mal Namen nennen, Herrn Damm, Herrn Kist und anderen, sehr, sehr dankbar. Die haben ganz schön viel gearbeitet in den letzten Monaten, und das will ich zuletzt dann auch einmal erwähnt haben. Danke fürs Zuhören. Meine Damen und Herren, damit haben wir auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.